Also ich finde das mit dem Einmischen schon eine ganz gute Idee. Ich hätte noch aber noch einen Vorschlag für ein kleines Upgrade. Bei mir geht das immer nach Mitdenken, Mitfühlen, Mitmischen. Weil Einmischen heißt, es geht mich eigentlich nichts an, aber ich mache irgendwie trotzdem mit. Und Mitmischen heißt, hat eine andere Selbstverständlichkeit, glaube ich. Deswegen bin ich eher dabei. Und Mitmischen klingt auch schon direkt nach sowas wie Vielfalt und nach Mischungen, also nach etwas, was uns eigentlich gesellschaftlich gut tut. Und in der Mischung ist es halt besonders schlau, wenn alle für sich rausfinden, was sie einfach besonders gut können. Damit sie nicht Aufgaben übernehmen, die sie gar nicht gerne tun, die sie unfreiwillig tun und in denen sie sich irgendwie überfordert fühlen. Überforderung hat nichts von Nachhaltigkeit deswegen. Ich glaube, Mitmischen funktioniert dann besonders gut, wenn man weiß, was man selbst kann, sich darin erprobt und dann für die Aufgaben, die andere übernehmen, besonders viel Wertschätzung über hat. Also die eine ist darin gut, irgendwie konzeptionell und visionär zu handeln, die ganz großen Würfe zu machen. Die andere ist besser in kleinteiligen, pragmatischen, organisatorischen Dingen und so weiter. Und so machen alle das, was sie gut können, worin sie sich wohlfühlen. Und wenn man sich dann noch wechselseitig Anerkennung gibt, was dafür, was man selbst tut, was die anderen tun, dann ist man, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg.